Die Blase hat die Funktion, dass der gebildete Urin gespeichert wird und dann zur gegebenen Zeit man dann auch die Blase entleeren kann. Schlussendlich ist eine Entartung von der Blasenschleimhaut in der Regel. Es gibt natürlich auch noch Unterformen, aber die Hauptmasse der Blasentumore sind Tumore der Schleimhaut. Und ganz klare Ursachen kennt man nicht, aber man kennt natürlich Risikofaktoren. Und einer der Hauptrisikofaktoren sind Umweltgifte, die über die Lunge ins Blut und dann über die Nieren ausgeschieden werden und dann als Giftstoffe in der Blase abgelagert werden. Und da ist natürlich als erste Stelle der Nikotinkonsum, also das Rauchen, zu nennen. Manche Patienten entdecken es als, oder bei manchen Patienten wird es als Zufallsbefund entdeckt, eine zufällige Ultraschalluntersuchung oder eine Röntgenuntersuchung. Aber in der Regel entdeckt der Patient es durch eine Blutung, durch blutigen Urin. Das ist ein wichtiges Symptom, was man nicht übergehen darf. So kann man das nicht sagen. Es gibt unterschiedliche Arten von Blasentumore. Es gibt wenig aggressive Blasentumore, die eher oberflächlich wachsen. Die sind eher ungefährlich, aber es gibt auch Blasentumore, die aggressiv sind, die frühzeitig in die Blasenmuskulatur einwachsen und frühzeitig Ableger machen, also Metastasen verursachen, und die sind gefährlich. Wenn der fortgeschrittene und aggressive Blasentumor noch innerhalb der Blase ist, dann sind die Heilungschancen durch eine Operation gut. Wenn aber der Blasenkrebs die Blase schon verlassen hat und auch Ableger vorliegen, also Metastasen vorliegen, dann ist die Lebenserwartung verkürzt. Es ist natürlich für einen Patient zunächst einmal eine große Einschränkung. Und jeder Patient, der einen künstlichen Ausgang bekommt, muss mit der Situation zurechtkommen. Man muss natürlich dann die Gesamtsituation sehen, dass durch die Entfernung der Blase man hoffentlich einem Patienten das Leben erhalten kann. Und meine Erfahrung ist, dass ein Großteil der Patienten dann schlussendlich mit einem künstlichen Ausgang sehr gut zurechtkommt und eine gute und zufriedenstellende Lebenserwartung und Lebensqualität haben. Also der Einsatz einer Neoblase ist für Patienten geeignet, die jünger sind, die das Management mit so einer Neoblase gut hinbekommen, die insbesondere auch auf Ernährung achten und auch auf das Management der Blasenentleerung. Also eine spezielle Prävention gegen Blasenkrebs gibt es nicht. Ich empfehle eine ausgewogene, gute Lebensweise. Und hier möchte ich nochmal auf Umweltgifte hinweisen, und für einen Großteil der Bevölkerung gilt hier, aufs Rauchen zu verzichten.